Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Shadow of the Empire. Wir haben hier schon dieses Level abgeschlossen, wo wir mit dem Snowspeeder die Gegner besiegt haben und auch dieses, wo wir aus der Echo-Basis geflohen sind. Und nun als nächstes ist das Asteroidenfeld an der Reihe und wir beginnen einfach mal mit der Intro-Sequenz von dem Level. Na gut, da hat man nur gesehen, wie wir vom Planeten Hoth geflohen sind. Und jetzt sind wir hier in unserer krassen. In unserem krassen Raumschiff. Ich höre ja mal kurz dem Roboter zu. Ich muss hier gerade wieder mal schauen. Nee. Nee, 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 nee. So bitte nicht. Ich möchte hier bitte die Invertierung haben, beziehungsweise nicht haben. Ich finde irgendwie eher nicht haben, aber da steht haben. Gut. Wo ist denn hier der Gegner? Da. So, wir müssen hier im Asteroidenfeld überleben und Asteroiden abschießen, TIE Fighter abschießen, die uns alle verfolgen. Denn wir müssen hier natürlich rauskommen. Diese komisch auffällig roten Asteroiden sind tatsächlich Challenge Points hier. So, wir gehen mal in die Cockpit-Ansicht, das gefällt mir irgendwie mehr. Bam, 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 bam. Und das hier ist natürlich so ein richtiger Rail-Shooter, wie man so schön sagt. Also wir fahren hier auf einer Schiene, ich kann absolut nicht lenken oder fliegen oder so. Sondern ich bin einfach nur am Geschütz und muss hier einfach die Gegner abschießen. Wir haben auch immer wieder ein paar Raketen, die wir hier benutzen können. Und hören hier schon, das sind offizielle Soundtracks aus dem Film. Boah, ist das schwer, das Ding zu lenken, Mann. Na, der überlebt ja. Was soll das denn? Da hinten auch der Sternenzerstörer. Coole Sache, oder? Ich finde schon. Boah, diese Steuerung. Peng, peng, peng. So, es gibt hier auf jeden Fall die TIE Bomber und die TIE Jäger hier. TIE Fighter. Boom. 29 TIE Fighter sind noch zu besiegen. Uiuiui, der will irgendwie immer in die Mitte ziehen vom Bildschirm. Und die Musik ist super, ey. So, TIE Bomber noch 15 Stück. Sehe ich denn irgendwo, wie viele Missiles ich noch habe? Ah, da ist ein Asteroid. Bumm, noch ein Challenge Point. Das geile Geräusch, wenn die TIE Fighter an einem vorbeiziehen, natürlich hier auch. Mit im Spiel inbegriffen. Ja, dich habe ich auch gesehen, Asteroid. Boah, werde ich hier wieder von dem Schwadronen angegriffen. Missiles, noch 3 Stück habe ich. Nicht allzu viele. Soll ich vielleicht ein bisschen sparsamer mit den Dingern sein, hä? Oder laden die sich auch auf? Oh! Muss natürlich auch auf meine Energie achten. Ich bin nicht mehr allzu voll hier mit der Energie, ne? Haben wir noch einen Challenge Point erreicht. Ja, und ich auch. Bam! Boah, ich kassiere hier schon echt böse. Noch 5 TIE Fighter auf jeden Fall am Start. Das sind 3. Ja, den haben wir auch erwischt. Noch 2 davon. Ne, das war's jetzt. Okay. Jetzt nur noch TIE Bomber oder was? Ja. 9 Stück auch noch. Ganz schön viele. Was wollen die denn auch machen, ehrlich? Also, die müssen erstmal an mich ranfliegen und dann ihre Bomben auf mich abzuwerfen. Ba-bam, bam. Na komm, wir haben noch so viele Missiles jetzt übrig. Einen noch, nämlich. So, den ja auch noch. Und das haben wir soweit geschafft, auf jeden Fall. Sehr schön. Level complete. Ja, das war ein sehr, 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 sehr kurzes Level. Das stimmt wohl. Aber ich weiß, dass das nächste Level sehr lange geht dafür. Es tut mir sehr leid, dass ich so kurze Parts mache. Aber nun ja, wer das ganze Spiel sehen möchte, guckt sich halt auch diesen kleinen Mini-Part an. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich. Gebt doch einen Kommentar ab oder auch ein Like oder Dislike, wie ihr denn möchtet. Und schreibt ja auch mal, was ihr jetzt von dem Spiel hält, vielleicht nach 3 Leveln. Na,
weiß man nicht so genau. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.